Hey Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Heute werden wir ein kleines Experiment machen. Und zwar wollte ich schon ewig mal solche bunten Haare haben oder Rainbow-Haare, Regenbogen, Zöpfe, wie man es auch nennen möchte. Ich war mir aber nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt für die nächsten Monate tragen will. Ich glaube, es würde mich ziemlich schnell nerven dann. Aber es gibt da so einen kleinen Trick, wie man das machen kann und das dann wieder auswaschen kann. Und zwar gibt es so Haarkreide. Das zeige ich euch mal, das ist so Hair Chalk. Das habe ich bei Amazon gekauft, ich kann es euch auch unten mal verlinken, falls ihr da auch Bock habt. Das ist nämlich richtig schön, dieses Set, ne? Da sind, wie viel? 36, genau, Farben drin, um die Haare einzufärben. Das soll wohl auch bei meinen dunklen Haaren wirken und klappen. Und weil ich das dann nicht so gut hinten und überhaupt machen kann, wird mir Olli heute helfen. Und ja, ich mache das auch mit den Zöpfen zusammen, weil ich mein Bild damit gesehen habe. Ich glaube, Kylie Jenner hat es mal getragen, letztes Jahr. Ich habe nämlich diese Haarkreide schon, ich glaube, seit April 2016. Und bin sehr gespannt. Ich hoffe sehr, dass es cool aussieht, dass es ein richtig schönes, pastelliges Regenbogen-Einhorn-Event wird. So, Olli, erklärt euch mal, welche Farben er jetzt benutzt. Ich als Friseurmeister. Ich fange oben mit Pink an, zu Lila über, so ein helleres Lila, denke ich. Dann zu Hellblau, dann zu Grün und dann zu Gelb. Cape, mein Cape. Oh mein Gott. Ach so, ich glaube, das passt besser. Also es wirkt besser, wenn man die Haare nass macht. Sollen wir das gleich machen oder willst du es mal trocken probieren? Keine Ahnung. Was sind deine Erfahrungen? Ja, ich habe es noch nie probiert. Ja, aber du hast schon bestimmt nachgeschaut auf YouTube oder so irgendwas. Nee, würde ich vielleicht mal machen. Weil auf der Packung steht drauf, use wet or dry. Aber hinten steht bei der Anleitung, man soll die Haare nass machen. Ja, dann machen wir es nass. Weißt du ja, was jetzt? Okay. Dann geht es, wirkt es bestimmt, er zieht auch so besser ein. Ja, sprüh einfach drauf. Fängt das schon gut an, hä? Das ist sehr angenehm. Oh. Dann mach dran. Okay. Sieht man da was? Nee. Wir haben jetzt doch mal, es hat erstmal nicht funktioniert, wir haben uns doch mal ein Tutorial angeschaut auf YouTube. Danke YouTube. Man muss, wenn man dunkle Haare hat, die Haare richtig nass machen. Also ich habe jetzt noch viel mehr Wasser drauf und dann kann man das erkennen. Ich glaube noch nicht, wenn man das erkennt. Doch, das erkennt man bestimmt. Und, macht Spaß? Ja, toll. Nicht echt, ich finde es irgendwie cool. Schmierwasser. Ja, aber das ist. Was hast du jetzt für die Zuschauer Tipps? Also wenn ihr dunkle Haare habt, am besten hellere Farben nehmen. An schwierigen Partien könnt ihr auch einfach die Kreide nass machen. Ein bisschen einwirken lassen und dann so tupfen. Ich habe es wahrscheinlich jetzt im Intro eingeblendet, weil es mir jetzt erst eingefallen ist. Zu den Zöpfen habe ich schon ein extra Video für euch gemacht. Also das Tutorial dazu findet ihr in der Infobox. Habe ich noch gar nicht so lange her. So ihr Lieben, wir sind fertig und das ist das Ergebnis. Ihr seht es nochmal so von allen Seiten. Ich muss sagen, ich bin überrascht, wie gut das geklappt hat. Ich war so mega skeptisch. Ich habe wirklich jetzt bunte Regenbogenhaare und ich weiß, sowas ist immer Geschmackssache. Ist total klar, aber es ist so geworden, wie ich es wollte. Außer ich würde sagen, wenn ich es nochmal machen würde, wird es wahrscheinlich nochmal besser aussehen und besser klappen. Also ihr müsst es schon am selben Tag wieder rauswaschen, aber ich würde es auf jeden Fall mal auf so ein Konzert im Frühling oder ein Festival oder irgendwie sowas tragen und wie gesagt, vielleicht mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Und das noch gleichmäßiger machen. Und ich bin froh, ich habe wieder mal was dazu gelernt, dass es tatsächlich klappt. Und wie man sich die Haare, sogar so dunkle wie ich habe, bunt färben kann in kurzer Zeit. Und dann kann man es wieder rauswaschen, wenn man keinen Bock drauf hat. Ich hoffe sehr, das hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch, wenn ich sowas auch mal öfters ausprobieren soll. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch auch die Haare so färben würdet. Und schaut auch bei meinem letzten Video vorbei. Da habe ich für euch Hacks gegen Langeweile. Und sowas ist zum Beispiel auch alles andere als langweilig. Und das könnte man da zum Beispiel auch machen. Aber ich habe noch weitere Sachen da für euch. Plus ich habe so ein paar Sachen, die ihr in eure Morgenroutine verbessern könnt, für euch da vorgestellt. Und außerdem findet ihr alles in der Infobox, wie immer. Und ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.